Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4 in einer neuen Aufnahmesession, die direkt an der alten anknüpft, denn der Vergangenheitsextrem musste ja schlagartig weg in der letzten Folge. Ich habe jetzt am nächsten Tag diese Aufnahmesession fortgesetzt, weil wir hier mit dem Geschehen waren, weil Vergangenheitsextrem mich hier mit dem Geschehen zurückgelassen hat. Aber kein Problem, ich weiß noch, unten haben wir da hinten in dem Bagger noch Zeug drin. Das darf ich dann wohl oder übel auch noch verkaufen. Aber ich finde, das kriegen wir hin. So, ich verschenke Spielsachen. Geräusch. Ah, guck mal da. Zwei Treffer und der war tot, ey. Diese Waffe ist so genial. Wenn ich das mal so sagen darf. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Ach, guck mal, wen wir da hinten haben. Ein Mylurk. Wenn ich den mal treffen würde. Da draußen ist was. Ich treffe ihn irgendwie nicht. Das ist irgendwie so wie so eine Alpha-Wand. Jetzt habe ich ihn mal vernünftig getroffen. Naja, ein paar Schuss verschwendet, egal. Aber dennoch ist die Waffe so genial. Hier haben wir auch noch einen Mutanten. Wir nehmen ja alles mit. Habe ich ja erwähnt. Wir gehen aber noch höher. Diese mysteriöse Baustelle hier. Aha. Hier kommt man also auf die Autobahn. Aber da wollen wir nicht hin. Das Wetter spielt natürlich nicht so mit. Es ist am Regnen. Nicht wirklich schön. Ein Lagerfeuer und eine schöne Truhe, die ein bisschen Zeug für uns da lässt. Ach, guck mal da oben. Okay, hier kommt man dahin. Ich speichere mal. Sicher ist sicher. Ach, da würde man auch da hinten auf dieses Gebäude kommen, aber müssen wir nicht wirklich. Wüsste ich jetzt nicht warum. So, das hätten wir. Oh, nicht runterfallen. Wodka. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt. Boah, die Aussicht, die ist so genial. Sieht schon richtig geil aus. Klar, jetzt hier mit dem Nebel und dem Regen ein bisschen die Sicht beschränkt, aber ist okay. So, ich würde sagen, wir haben das Hochhaus soweit fertig. Dann können wir jetzt nach unten. Das ist der falsche Weg nach unten. Wie kommen wir denn jetzt? Hier kommen wir runter. Ah, hier würde man auf das andere Dach kommen. Wollen wir aber nicht, brauchen wir nicht. Hier geht's runter. So, dann gehe ich nochmal diesen einen Supermutanten da hinten looten. Aha, guck mal hier. Ach, ist verschlossen. Okay, hier haben wir sonst nichts weiter außer Radioaktivität. Dann kann es uns egal sein. Wo war er? Hier liegt er. Nehmen wir natürlich alles mit. Ja, dann haben wir hier diese Baustelle von Supermutanten befreit. Auch das natürlich mitgenommen. Hier waren wir schon drin in dem Lagerhaus. Da würde ich sagen, nehmen wir unser Zeug mit. Und müssen dann wohl oder übel erstmal verkaufen, was aber nicht so schlimm ist. Dann können wir uns mal neu sammeln und so gucken, wo wir dann als nächstes hingehen. Ja, natürlich sind wir jetzt überladen. Wir sind jetzt... Ach, das ist noch nicht mal ein Ort hier, wo wir sind. Also als markierter Ort ist das noch nicht mal angezeigt. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, dann müssen wir von diesem AADTSL Regionalbüro weiterreisen. Aber erstmal zurück nach Sanctuary Hills. Wir müssen jetzt erstmal Zeug loswerden. Weil so können wir natürlich nicht weiter vorankommen. Ist ein bisschen hinderlich. Müssen wir mal gucken,
Dauert jetzt bestimmt einen Moment. Ich kann auch bestimmt ein bisschen was verkochen. Zwei Stufen sind wir aufgestiegen, aber das ist mir noch ein bisschen zu wenig, falls wir da immer irgendwie was brauchen, um was Bestimmtes craften zu können. Hey. Schieß los. Schau dich um. Danke. Ich brauche nämlich... Soll ich dir was... Oh. Hey. Hm? Ich will natürlich, dass du deine Mütze behältst. Die steht hier. Reportermütze. Dann Tee. Vielen Dank. So. Transfer. Alles lagern. Aber dennoch sind wir total überladen. Jetzt kann ich hier natürlich wieder in unserem Briefkasten, wo immer noch so viel Zeug drin ist, wieder weitere Sachen verstauen. Die wir dann irgendwann mal mit der Zeit verkaufen können, wenn wir die überhaupt jemals loswerden. Ich glaube, ich könnte nämlich jetzt wieder so allmählich vielleicht mein Diamond City wieder alles hier verkaufen. Aber naja, mal gucken. Drängt ja auch noch nicht. Wir haben jetzt knapp 12.000 Kronkorken. Ist also alles im grünen Bereich. Wir sind jetzt nicht gerade arm. Gyrogranate, Plasmagranate und Splittergranaten. Waffen haben wir also auch ganz gut da. Schwer 14, 19. Ach, das ist ein Harnisch. Okay, dann ist das gar nicht gut. 18, 18, 10. Da steht natürlich jetzt gerade wieder nicht bei, was das ist. Aber ich sehe gerade hier so unsere Sachen, die haben 29. Dann, ciao. Brauchen wir die dann doch nicht. Hilfsmittel haben wir natürlich jetzt wieder viele. Ich kann ja mal gucken, was ich so kochen kann. Mein letzter Kampf ist schon wieder nach Diamond City. Die Stühle sind noch zu weit dran. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Die Stühle muss ich da ein bisschen zurücksetzen, zumindest hier bei der Theke. Ich habe mal Zeit für dich, mein Schatz. Okay. Sie wartet hier bei uns in unserem Haus, nennt uns Schatz. Ja, da habe ich uns ja was eingebrockt. So, braten. Gucken wir doch mal. Blutkäfer, Steak, gegrillter Redhirsch, geröstetes Meierlöckerfleisch, Köter, Keulen, Mutantenhundekeulen und Red Skorpion Steak. Todeskrallensteak, waren wir da das Todeskrallenfleisch hier? Nichts ist befriedigender als eine Rauch. Ach ja, wir hatten ja eine vernichtet. Naja, haben wir ein bisschen mal was verkocht. Dann würde ich sagen, legen wir erstmal die fertig gemachten Items weg. Hier, das zum Beispiel. Jetzt muss ich hier erstmal schauen. Alkohol hatte ich ja auch alles hier reingepackt. Hundefutter in der Dose, Köterkeule. Meilock Fleisch, Mutantenhundekeule, das auch, Süßkuchen. Also wenn wir irgendwann mal keine Stimpacks haben sollten, haben wir jedenfalls mehr als genug zu essen. Aber momentan weiß ich nicht, warum ich die Sachen nehmen sollte. Wir haben ja so viel Stimpacks parat. Dann muss das nicht sein. So, dann kommen wir jetzt zu diesem ganzen Krempel hier. 177 Gewicht haben wir immer noch. Ach, die ganzen Mods haben wir noch. Was würde ich nicht für einen ordentlichen Drink geben? Weiß ich nicht. Ja? Was du da so für geben würdest, aber ich hoffe, sie bleibt da von unserem Vorräten weg. Aber wir haben immer noch so viel Gewicht. Was ist denn das? Ach, das hier habe ich auch noch. Steckt das Ziel in Brand und verursacht 15 Punkte Schaden. Das sieht aber eigentlich nice aus, das Scharfschützengewehr. Ich lege das mal weg für unsere Zwecke. Den Raidern haben wir eine Lektion erteilt. Wenn sie wiederkommen, machen. Hier muss ich ja, wie gesagt, auch nochmal drüber schauen, dass ich hier mal einen vernünftigen Behälter mache. Scharfschützengewehr lege ich mal ab. Aber wir haben immer noch so viel Gewicht. Verdammt. Also 150 sind ja schon besetzt hier von unserem Krempel. Das ist natürlich ein bisschen viel, ne? Die Fusionskerne wiegen so nix. Das ist eigentlich alles okay. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück. AADTSL, Regionalbüro, da reisen wir hin. Ich hoffe, da sind jetzt nicht wieder neue Feinde. Befreie deinen Geist. Und so eine komische Kapsel.
Was auch immer das zu bedeuten hat. Vielleicht werden wir es ja noch erfahren. Wahrscheinlich so wie in Fallout 3, da gab es ja auch so komische Kapseln, wo man mit Bewusstsein in einer anderen Welt sein konnte. Aber ob das so ist, das weiß ich nicht. Also ob das hier jetzt so ist. Achso, die Baustelle war gar nicht mal so weit weg. Jetzt muss ich natürlich mal schauen. Ich würde sagen, wir folgen einfach mal der Küste hier. Um das Ganze dann besser einschätzen zu können. Da hinten, wir sind auch in der Nähe des Schiffs. Und hier ist so ein Monument. Wollte er sich da gerade hinsetzen, okay. Ich weiß es nicht. Alpha-Mischling. Wenn du willst, kann ich, wir sind hier nicht allein. Der ist irgendwie in den Boden gebackt, keine Ahnung. Die Hunde hätten wir beseitigt. Was hat das hier mit diesem Monument zu tun? Oder was hat das hier auf sich? Fleisch und Bohnen. Aha, hier hätte wohl jemand seinen kleinen Garten oben. Hallo? Bin ich gerade runtergefallen? So. Ach, da oben ist noch ein Safe. Sieh an. Nehmen wir gerne mit. Einsteiger. Okay, kein Problem. Patronen sind immer gern gesehen. So, jetzt muss ich schon mal kurz auf die Karte schauen. Hier irgendwo ist das. Aber sonst hier auf der linken Seite haben wir sonst nichts. Nur so ein Monument und das Schiff noch. Dann sind wir hier mit dieser Seite fertig. Ist das ein Raiderlager? Oder Gunner. Sieht mir auf jeden Fall nicht nach Supermutanten aus. Hm. Wie kommt man denn da rein, ist die Frage. Ah, hier ist die Türe. Bunker Hill. Kessler. Alle Wege und Gerüchte führen nach Bunker Hill. Das sind aber normale Menschen, wie es aussieht. Da hinten ist wohl der richtige Eingang. Wir sind hier in so einen Seiteneingang gegangen. Dann gehen wir mal zum richtigen Eingang. Weil da ja eine Wache steht. Wenn wir hier überhaupt langkommen. Wie gesagt, wenn wir denn überhaupt hier langkommen. Verdammter Mist. So. Nur ich? Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Ja, ich seh's. Da haut ein Brahmin sie gleich weg. So hält man sich unerwünschte Gäste auch vom Leib. Hallo, Kessler. Hallo. Der Markt ist das weiße Gebäude mit den schicken Säulen. Da handelt immer irgendjemand. Das Schlimmste beim Wacheschieben im Obelisken? Wenn man das Essen vergisst. Bunker Hill also. Okay. Also eine kleine Karawanenhelfer. Hey. Also eine kleine Siedlung. Ist das ein Pip-Boy? Die habe ich ewig nicht mehr gesehen. So wie die, genauso wie der Dreck an deiner Stirn. Okay, das ist alles klauen, das machen wir natürlich nicht. Wir hören wieder Schüsse in der Ferne. Darf ich hier die Ernte mitnehmen? Ich meine, wir bauen ja eigentlich nur eine Mutterbeeren, dann ist das ganz nett, wenn wir mal andere Sachen haben. Wir mischen uns aber da in den Kampf da hinten nicht ein. Das ist auch alles stehlen.
Ich schaue mich hier um. Das hier ist das Gebäude mit den Säulen oder wie? Ja, das sieht mir auch aus wie so ein Marktplatz. Also so in etwa. Nur, dass hier keine Sau ist. Hallo, ich will handeln. Okay, gehen wir das doch mal vernünftig, sachlich durch. Hier waren wir, dann kommt... Was zum Teufel? Ich wollte mich ja nicht einmischen, aber wenn die hier diese Siedlung bedrohen... Karawanenwache. Mal gespeichert. Legendärer Raider. Oh, ich bin fast tot. Doc Rather. So, jetzt reicht's mir aber, Freundchen. Den hätten wir. Den looten wir gleich mal. War jetzt hier der Raider Abenteurer. Okay. Ist jetzt hier wieder Ruhe? Ich hoffe doch. Was hat der denn Schönes für uns? Eine Kampfrüstung, uninteressant. Das nehmen wir mit. Vergrößert den korrekten Bereich beim Knacken von Schlössern. Naja. Bringt mir so gar nichts. Aber naja. Wenigstens mal gelootet. Sturmgewehr nehmen wir auch mit zum Verkaufen. Das können wir auch noch mitnehmen zum Verkaufen. Ansonsten kann er den Rest behalten. Was? Ich dachte, dass das Schiff wäre im Wasser. Was zur Hölle? Okay. Wie zur Hölle kommt das Schiff dahin? Okay. Ach, da hinten waren wir bei dieser Werft. So, wir wollen aber jetzt hier im Bunker Hill weiter gucken. Jetzt wurden wir hier komplett aus dem Konzept gerissen. Ich wollte natürlich nicht, dass hier die Siedlung angegriffen wird. Ich ging erst davon aus. Aber wir haben es ja geklärt. Auch wenn wir fast draufgegangen wären. So, hier waren wir und hier wollten wir weiter gucken. Eine Wasserpumpe, alles wunderschön. Hier stehen die Leute immer noch so da. Karawanenhelfer. Karawanenhelfer. Hier sind aber nicht viele Hauptpersonen, ne? Irgendwie. Zwar eine Siedlung, aber irgendwie keine Leute. Aha, guck mal, das kann ich mitnehmen. Das nehmen wir doch gerne mit. Warum denn nicht? Das ist Piper. Versucht, zur Railroad zu gehen, bei all diesem Scheiß. Bring meinen trotteligen Sohn mal zur Vernunft. Zur Railroad zu gehen, bringt nur Ärger. Was ist die Railroad? Was ist die Railroad? Das sind Freiheitskämpfer, die ihr Leben für Sins aufs Spiel setzen. Und das bedeutet, sie kämpfen gegen das Institut als Einzige. Was? Gar nicht wahr. Findest du diesen Mist edel? Das sind doch absolute Idioten. Mein Sohn wird sein Leben nicht für diese Wahnsinnigen wegwerfen. Ja, was sind Sins? Das wissen wir. Wir bekämpfen ja auch die Sins. Pass auf dich auf, anderen helfen. Ja, was sind das jetzt? Anderen helfen? Sins helfen oder wie? Machen wir einfach hier das. Was sind Sins? Vom Institut gebaute synthetische Wesen. Man kann sie von Menschen nicht unterscheiden. Monster, das sind sie in Wirklichkeit. Und woher weißt du das? Hast du schon mal einen getroffen? Wenn man nicht weiß, wer ein Synth ist oder nicht, können sie so schlecht nicht sein. Anderen helfen. Es ist immer gut, Leuten zu helfen. Leuten helfe ich gerne, Synths aber nicht. Ich helfe hier doch nur grantigen alten Karawanenarbeitern dabei, vom Fusel blind zu werden. Wenigstens kämpft die Railroad gegen das Institut. Und warum sollte man Synths nicht retten? Da kannst du auch gleich der Gesellschaft zum Schutz der Todeskrallen beitreten. Du kannst ja auch einfach der Minutemen beitreten. Was hat das Institut getan? Gegen Service hätte ich nichts. Synths retten ist anständig, finde ich überhaupt nicht.
sind der Feind. Ja gut, also Nick ist ja ein guter Sint. Alle sind ja nicht schlecht, aber naja, gibt ja auch Mutanten, die gut sind. Aber was hat das Institut getan? Was hat das Institut dir getan? Gary, der ist oder war einer von Cricket Söldnern. Er war unterwegs und als er zurückkam, war seine Frau verschwunden. Ja, das Institut entführt also Leute. Ich sag nicht, dass es mir gefällt. Aber die Welt ist halt gefährlich. Es ist nicht deine Aufgabe, sie zu retten und sich mit der Railroad einzulassen. Oder dem Institut. Schieß dir lieber gleich eine Kugel in deinen verdammten Schädel. Das spart Zeit. Ich finde jetzt beide Antworten nicht korrekt. Ich finde nicht, dass alle Sins gut sind. Ich finde aber auch nicht, dass alle Sins der Feind sind. Ich will Mittelweg. Ich will gerne hier Service. Es wäre schön, hier mal bedient zu werden. Wo sind meine Manieren geblieben? Wenn du einen Drink willst, sag's mir. Brauchst du ein Bett, sprich den Trottel da an. Ich wollte keine Antwort von den beiden nehmen. Hey. Alk und Fressalien, alles da. Gehört dir? Gehört dir das hier? Eigentlich gehört hier alles den Karawanenkompanien, die hier durchziehen. Wir sammeln das Geld und teilen dann alles auf. Aber wenn es um die Getränke geht, gehört diese Bar mir. Welche Karawanen? Welche Karawanen kommen hier durch? Eigentlich alle. Zumindest alle, die ich kenne. Man muss schon ein spezieller Mensch sein, um auf den Handelswegen des Commonwealth zu bestehen. Keine Ahnung, ob es zuerst Bunker Hill oder die Karawanen gab, aber mittlerweile ist das im Grunde genommen ein und dasselbe. Auf jeden Fall brauchen die Leute Drinks, also habe ich diese Bar eröffnet. Und der Alkohol fließt in Strömen. Bunker Hill? Was hältst du von Bunker Hill? Ehrlich? Ich bin erstaunt, dass wir so lange durchgehalten haben. Wir sind immer eine geplatzte Abmachung von der Katastrophe entfernt. Aber irgendwas hält hier alles zusammen. Vielleicht wachen ja die alten Geister über uns. Hey, geben wir dir was zu trinken, bevor du mir noch ein Loch in den Bauch fragst. Das ist wirklich merkwürdig, weil eine Siedlung voller Händler werden nicht überfallen. Das ist ein bisschen komisch. Auftrag. Gibt es hier Arbeit? Also, da gibt es eine Sache... Dad, du schickst ihn doch wohl nicht auch auf diese sinnlose Suche. Hey, er hat es erwähnt, nicht ich. Wie ich gesagt habe, bevor wir Savoldis durstigen Karawanenarbeitern Fusel verkauft haben, waren wir Minutemen. Mein Großvater, Brent Savoldi, war der Letzte. Er starb direkt vor Morton im Kampf gegen Raider. Wenn du einige seiner Habseligkeiten finden könntest, würde mir das viel bedeuten. Morden, da waren wir auch schon. Wo in Morden? Irgendeine Idee, wo er gefallen sein könnte? Irgendwo nordöstlich von Morden. Da haben sie die Leichen der anderen Mitglieder seines Trupps gefunden. Die Raider haben sie auseinandergenommen, die Leichen verstümmelt. Früher konnten die Minutemen gegen das Institut bestehen. Aber irgendwann waren selbst Raider zu viel für sie. Auftrag annehmen. Ich finde deinen Opa. Aber nimm dich in Acht. Ich will nicht noch weitere Tote auf meinem Gewissen haben. Finde einen Hinweis zu Brent Savoldis Verbleib. Machen wir. Hey, Tony. Hi. Hier kann man gut übernachten. Vernünftige Preise. Motel? Ist das so eine Art Motel? Ich bevorzuge Absteige. Aber sag das nicht, Dad. Das macht ihn wütend. Wenn Karawanen in die Stadt kommen, brauchen sie einen Platz zum Schlafen. Also vermieten wir alle Betten. Also, greifst du zu? Wie viele Karawanen? Wie viele Karawanen kommen hier durch? Alle. Ihnen gehört eigentlich die ganze Stadt, aber das Geld muss trotzdem fließen. Also wissen Sie, welche Karawane welche Schulden hat. In Bunker Hill kann man mit Geld alles erreichen. Raider-Problem? Bezahl sie. Problem mit Vorräten? Kauf mehr und berechne mehr. Hey, haben wir uns nicht gerade über das Zimmer unterhalten? Brauchst du eins? Sie bezahlen also Raider-Bestechung? Bunker Hill kauft sich also von Problemen frei? So läuft das hier. Bei den Karawanen geht es ums Geld. Und alle, die sich hier niederlassen, waren früher in den Karawanen. Das heißt nicht, dass man in Bunker Hill nicht weiß, wie man ballert. Aber warum Kugeln verschwenden, wenn man sich Ärger mit Geld vom Leib halten kann? Hey, willst du jetzt das Zimmer oder nicht? Ja komm, 10 Kronkorken. Okay. Stockton schnarcht. Ich hab dich gewarnt. Okay. Depp. Was kannst du heute anbieten?
Achso, sie verkauft etwas. Dann wollen wir doch mal gucken. Nehme ich hier mal so ein bisschen Munition und guck mal, was ich ihr dann geben kann. Zum Beispiel das, ein Kampfgewehr, ein Sturmgewehr. Und ansonsten hier schon mal nichts mehr. Dann ein Hundehalsband, ein Hundehelm. Den behalte ich mal. Schwere Hunderüstung behalte ich auch mal. Totenkopf, Halszug haben wir mehr als genug. Das hier können weg, das hier kann auch weg. So, was kannst du mir denn noch geben? 1 Stärke und Ausdauer. 29 schon so. Boah, das ist aber... Black Ops Brustteil. 29 ohne bearbeitet zu sein. Wenn ich jetzt mal gucke, hier Rüstung. Ja, 47, aber die ist halt bearbeitet. Ich weiß nicht, da müsste ich das mal testen. Freund des Ödländers verursacht 50% mehr Körperteilschaden. Die hat ja schon nette Sachen. Vielleicht muss ich da nochmal hier hinkommen mit unserem Müll. Dass ich hier mal Sachen abkaufe. Verbrannte Krockner-Comics. Okay. Zerstörer linker Arm. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Aber das nehmen wir so mal an. Ich muss hier auf jeden Fall nochmal hin. Wie geht es dir? Ganz gut. Und selbst? Ach, hier oben sind die Zimmer. Okay, dann schlafen wir mal bis zum Morgen, weil irgendwie sind hier alle Leute nicht da oder am Schlafen. Oder, keine Ahnung, alle auf Achse. Dann schlafen wir mal 5 Stunden. Dann haben wir 8 Uhr, dann dürfen ja alle da sein. Ach, mit Piper wollte ich auch noch sprechen. Du fühlst dich gut ausgeruht. Karawanenhelfer. Hier sind nur wieder die. Das ist wahrscheinlich ihr eigenes Quartier. Auch nicht gerade sehr angenehm hier. Da waren wir gerade. Können wir hier noch ein bisschen pflücken? Das geht. Das machen wir auch. Hallo? Nimm doch. Geht doch. So. Haben wir ja sonst noch etwas, das ist wiederum stehlen. Hier sind die Brahmins. Oder zumindest ein Brahmin. Ach, da ist noch eine Dame. Also sind doch ein paar Leute hier im Bunker Hill. Kesslers Terminal. Ich speichere mal. Aktualisierung. Where? Die Sins sind da draußen. Monatlich mit Where keine Probleme. Nicht mal ansatzweise Probleme mit seinen Jungs. Gottlob. Bekomme Druck, Bezahlung zu senken. Bitte. Erinnert sich noch wer an das letzte Mal? Vielleicht ging ja der Gegenwert in Kronkorken. Tom der Turm. Tom der Turm dringt weiter nach Osten. Bald schon hockt er direkt auf unserer Handelsroute. Hat bisher jeden Boten weggejagt. In einem Fall sogar erschlagen. Eindeutig kein Geschäfte möglich. Könnte ein echtes Problem werden. Zeller. Dieser miese kleine Dieb Zeller. Nimmt mit der einen Hand und überfällt unsere Karawanen mit der anderen. Muss mich dumm stellen. Wäre an der Zeit, Hilfe anzuheuern. Jemanden Zuverlässigen. Jemand, der seine Armee ausschalten kann. Jared. Ding. Hauptsächlich Jet und Psycho. Kein Interesse an Camps für Kids. Aber AJ hat ja noch immer die besten Preise für den normalen Müll. Solange er Camps nimmt, wird es kein Problem, ihn zu schmieren. Aha, Kessler oder beziehungsweise die Gemeinschaft hier besticht die Raider, damit sie die in Ruhe lassen. Vielleicht können wir ja helfen und die Raider ausschalten für die Siedlung. Hallo, wer bist du denn und was hast du hier Schönes? Anscheinend nichts Schönes, aha. Aha, es wird dann also mal unsere Siedlung. Hey. Dich kenne ich noch nicht. Wenn du einen Arzt brauchst, bist du bei mir richtig. Kai ist Arzt. Okay,
Bist du Arzt? Du bist also ein Arzt. Ich bin eigentlich Veterinär. Jetzt schau mich nicht so an. Knochen werden immer gleichgerichtet, egal ob man zwei oder vier Beine hat. Also kommen wir zu dir. Was kann ich für dich tun? Veterinär? Du bist Veterinär? Ich bin ein altes Karawanenmädchen, okay? Da muss man lernen, sich um Tiere zu kümmern, sonst hat man die Karawane nicht allzu lange. Dann gerät man in einen Hinterhalt. Ein paar Freunde oder Verwandte bluten auf dem Boden aus. Da lernt man, wie man Wunden behandelt und eine Erstdiagnose stellt. Zufrieden? Dann reden wir jetzt darüber, was ich für dich tun kann. Was gehört? Was gibt's Neues, Doc? Nichts, das dich interessieren würde. So, und jetzt lass uns über dich und deine Gesundheit sprechen. Was gehört? Was gehört, Doktor? Nichts, das dich interessieren würde. Okay. So. Handeln. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpacks entbehren. Säure, Glas. Aber hier können wir vielleicht noch mal hin und unsere Sachen tauschen. Mit denen. Das würde durchaus Sinn machen. Hier sind wir wieder beim Eingang. Kann ich da jetzt vielleicht auch in dieses Gebäude rein? In den Obelisken rein? Achso. Von hier aus eher nicht. Dann versuchen wir mal den richtigen Eingang zu finden. Aber dennoch gibt es hier nicht so viele Leute. Hier nochmal ein kleines Mädchen, mit ihr reden wir gleich. Okay, da haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Dann gehen wir mal nach oben. Okay, hier muss man aufpassen, dass man nicht dann runterfällt. Weil es schon ein bisschen beschädigt. So. Noch weiter geht es nach oben. Hier hat man sicherlich auch eine gute Aussicht auf Boston. Boah, ist ja verdammt hoch, das Ding. 308er Patron und Leben und Lieben. Ausgezeichnet. Du erhältst dauerhaft 25% mehr Erfahrungspunkte für das Überreden von Männern. Lass dir Zeit. Leute, die lesen können, zahlen meine Miete. Das sieht immer noch geil aus. Sehr sogar. Gut. Aber leider kann man da natürlich nur durch das eine Fenster gucken und nicht von der anderen Seite. Schade eigentlich. Piper. Von der anderen Seite sieht man sowieso nur, naja, so relativ was. Nicht so viel zu sehen. Zumindest nicht so viel Interessantes. Na gut, dann ziehen wir mal weiter und reden mal mit diesem kleinen Mädchen, wenn ich das jetzt noch wieder finde. Wenn wir die 100 Millionen Treppen runtergelaufen sind. Hey, Mac. Hey, Kumpel. Hallo, ich bin Mac. Bist du neu in Bunker Hill? Für 10 Kronkorken kann ich dich rumführen. Niemand kennt den Ort so gut wie ich. Brauche ich nicht. Ich habe doch jetzt schon alles gesehen. Führung? Was geht es bei der Führung? Um alles Mögliche. Bringt dir einen Vorsprung vor den anderen. Komm, nur 10 Kronkorken. Vor welchen anderen? Brauche ich nicht. Kein Interesse. Schlecht für dich. Ich habe schon alles gesehen. Hätte ich wohl am Anfang machen müssen. Aber jetzt weiß ich ja, was hier alles ist. Aha. Das klemmt. Unzugänglich Werkzeugkeller. Interessant. Vielleicht, wenn wir das später irgendwann mal in der Siedlung hier haben. Was ist das denn? Ich denke mal, das ist eine wichtige Person. Mit der reden wir als letztes. Das ist Depp. Hast du viel zu tragen? Das ist eine Puppe. Die haue ich mal um, damit ich auch nicht jedes Mal denke, es ist eine Person. Hey, der alte Stockton. Hallo. Ich bin Stockton. Du hast schon vom alten Stockton gehört, oder? Stockton. Ich betreibe 3 Karawanen, die durch das Commonwealth ziehen. Ja, Stockton kommt mir irgendwie bekannt vor, aber mehr kann man mit ihnen jetzt auch nicht reden. Wo ist denn diese Kessler nochmal? Da können wir vielleicht mal mit ihr über die Raider-Probleme reden. Das ist das Mädchen. Kessler. Durch ein Fenster, durch das Fenster kann ich nicht springen. Wo ist denn Kessler jetzt hin? Kessler.
Where are you? Wo ist sie denn jetzt? So groß ist die Siedlung jetzt auch nicht. Hänge ich hier an der Brücke fest. Karawanenhelfer. Kessler. Kessler? Hallo? Der Markt ist das weiße Gebäude mit den schicken Säulen. Da handelt immer irgendjemand. Kay kann dich zusammenflicken. Der beste Doc und Tierarzt in der Gegend. Musst du was loswerden? Depp kauft hier alles auf und repariert es dann später. In der Waystation gibt es Zimmer, Drinks und Essen, wenn du es brauchst. Jede Karawane und alle möglichen Raider verdienen hier ihr Geld. Also mach keinen Ärger, verstanden? Also, ich würde ja gern noch plaudern, aber ich habe eine Stadt zu führen. Okay, sie will also nicht mit uns ein Gespräch führen, also ein Fest ist, dass wir auch mal was sagen können. Schade eigentlich, ich hätte gerne diese Siedlung hier unterstützt. Aber ich will unbedingt die Sachen haben, die man hier so kriegt. Ich glaube, ich werde mal schauen, dass ich eventuell... ich werde, glaube ich, mal die Sachen aus Sanctuary Hills holen. Und dann mit der Depp tauschen. Weil das ist ja schon sinnvoll. Also ich werde jetzt mal alles in der Zwischenzeit tauschen. Auch jetzt hier mit dieser Ärztin und guck mal, dass ich ein bisschen Zeug loswerde von uns. Aber ich werde da jetzt nicht rumbasteln in der Rüstung. Das machen wir dann gemeinsam. Das seht ihr dann frühestens in der nächsten Folge hier von Fallout 4. Ich hoffe, euch hat diese Folge hier gefallen und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Und bis dahin, tschüss.